Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Valhalla. Jo, wir sind hier weiter auf der Flucht, würde ich mal sagen. Denn uns wird hier ein böser Mord. Versucht zumindest in die Schuhe zu schieben. Aber wir haben wirklich nichts gemacht. Wir hatten tatsächlich nur gesoffen. Wach und der andere ist tot. Man kennt es. Flieg, Freundin. Oder Bankier? Die werden sofort angreifen. Von einer Tochter der Limue gelernt. Sie war gesegnet in der Welt. Das soll den Schmerz lindern. Danke, Phil. Du bist mir ein großer Trost. Das ist Judas Stimme. Er lebt also. Was ist da auf dem Haus? Da ist er. Alle fertig. Oh.
Keine Pfeile mehr. Hat er mir gerade einen Stein an den Kopf geschmissen? Ist der bescheuert? Was ist das denn? Halte um eine ganze Kraft in einen unaufhaltenen Punkt. Oh, die haben wir sogar ausgerüstet. Wurden die benutzt? Aufzeichnung von Willem. Ich habe genug Essen für die Jungs mitgebracht. Tilde ist zwar ganz schön grün hinter den Ohren, aber auch gütig und höflich. Eine Schande. Das Essen dürfte bei Sonnenuntergang fertig sein. Das war der Zaun. Gut, war doch nicht so schwer.
Ich meine, ich hätte zwar bevorzugt, den ganzen Käfig runterzuschießen, aber gut. Oh, Scheiße. So sieht's aus, mein Freund. Eivor, du lebst. Hab Mitleid. Ich befolgte nur Befehle von Alderman Kennon. Er gab uns Geld, um Tudor loszuwerden. Dann sollte er es zurückverlangen. Schöne Auftragsmörder seid ihr. Könnt nicht mal einen Mann töten. Du hast ja einen schlechten Sündenbock gewählt, Gwilym. Und wir dachten, wir lassen den Jungen leben und pressen mehr aus Kennon heraus, um sein Geheimnis zu wahren. Warum sollte Tudor sterben? Warum sollte Kennon zahlen, damit Tudor getötet wird? Er ist sein Nachfolger. Die Hintergründe sind uns egal. Je weniger wir wissen, desto besser. Ihr wolltet ihn erpressen, aber wisst nicht mal weswegen? Ihr seid ja unfähig. Wir wollten den Burschen nicht töten. Inzwischen haben wir ihn gern hier. Sag's ihm. Sag ihm, wie gut wir dich umsorgt haben. Kennon war das? Warum? Ich habe doch... Oh Götter, ist er tot? Wach auf, wach auf! Sag dem Dänen, dass ich dich wie ein Schwalbenküken aufgepäppelt habe. Weg da, Hohlkopf! Ja. Eivor, wir sind doch Freunde, oder? Wir haben zusammen getrunken. Weißt du noch die Hühner? Noch ein Wort und ich schneide dir die Zunge ab. Tudor wird einen Heiler brauchen. Die haben ihm Dung ins Gesicht geschmiert. Aber ich wurde schon von Schlimmeren entführt. Danke für deine Hilfe. Versuch dich nach deiner Flucht nicht ein drittes Mal entführen zu lassen. Danke, Fremder. Hilfe! Hier! Hier bin ich! Danke. Als ich in diesem Dämonennest erwachte, fürchtete ich das Schlimmste. Spar deine Kraft, Tudor. Der Ritt ist lang. Kennon? Er befahl meinen Tod? Ich verstehe es nicht. Er war wie ein Vater für mich. Ich werde ihn selbst befragen. Ich war stur, wenn er davon sprach, dass die Heiden genauso wie wir seien und voll Güte nach den Gesetzen vieler Götter lebten. Ein Gesicht, viele Gesichter, es spielt keine Rolle. Wir alle sind gesegnet, in seiner Herrlichkeit zu leben. Du scheinst nach dem Katzer wie ausgewechselt. Ausgewechselt? Den Verband gewechselt? Hühnerkacke. Wäre es meine Entscheidung, dann wäre ich jetzt in Richtung Rom unterwegs. Um dem Herrn zu dienen. Stattdessen werde ich sterben, ohne mit Gott oder einer Frau vermählt zu sein. Kann ich den auch befreien hier? Warte. Danke. Das weiß ich wahrlich zu schätzen. Jawohl, mit ihm auf den Schultern. Ich darf hier nicht erwischt werden. Er fühlt sich heiß an und sein Geist kommt und geht, aber er lebt. Vielleicht eine Krankheit des Blutes. Schande, Schande. Er wurde von den Männern dort gefangen? Sie behaupten, Kennon hätte sie beauftragt. Kennon war das? Ich weiß nicht warum, nur dass er sie bezahlte, um sich Tudors zu entledigen. Du siehst, wie erfolgreich sie waren. Sie waren sich so ähnlich, der Junge und Kennon. Gottesfürchtige Christen, die mit mir über das Leben stritten. Aber er wurde weich. Menschen tun Böses, um ihre Macht zu behalten und ihre Haut zu retten. Vielleicht will er Tudor an seiner Stadt den Flammen übergeben. Verlangt der Brauch nicht den Anführer?
Wenn er den Leichnam des Jungen zum Aldermann machen würde, wäre das Opfer rechtens. Dann ist er nicht sicher, bis ich mich um Kennern gekümmert habe. Kannst du ihn versorgen? Ich bin eine sehr gute Heilerin. Doch wenn die Götter ihn zu sich rufen, kann ich nichts tun. Eivor, was hast du mit Kennern vor? Ich enthülle seine Schandtaten. Soll sein Volk entscheiden, ob er einen ehrbaren Tod verdient. Er beschmutzte deinen Namen und doch würdest du ihn leben lassen? Schande um Schande. Wenn ich fertig bin, heißt ihn nicht mal sein Gott willkommen. Dein Entschluss steht also fest. Möge Rhiannon mit dir reiten. Ich danke dir, Modron. Und bitte, kümmere dich um Tudor. Ich muss Kennern stellen, bevor das Fest endet. Vergangene Liebe. Schätze sammeln wir heute ausnahmsweise mal nach den ganzen. Töten wir ihn oder lassen wir ihn leben? Wir opfern ihn, damit die hier wieder... Ja. Gutes, Gemüse bekommen. Eine gute Ernte. Oh. Beginne ich beim Langhaus. Du bist. Er ist nicht hier, aber vielleicht hat ihn jemand gesehen. Brigitte ist hier. Ich werde die Ohren spitzen wie nie zuvor, um wenigstens irgendetwas zu verstehen. Mit dem Glitchen ist das richtig. Wie ist es? Was ist das? Oh Gott. Eivor, finally tiri te chwalid. Brigitte, schön dich zu sehen. Eivor, what has become of Tevter? Did you faint your scarf? Danke. Wie geht's Gunnar? Geht es Gunnar gut? Daul am your whereabouts. Und Dichel am your dachladai. Brigitte, ich habe ein verlassenes Vogelnest in den Dachbalken gefunden. Ich bring es nach Hause zu Mutter. If you gaddle it, then the babbins will do it and all. Allee, God. Du bist es wieder, der Sauenschlechter. Der Sauenschlechter? Egal. Gwennet, ich suche Kennern. Hast du ihn gesehen? Er ist mit den Festvorbereitungen beschäftigt und hat mich zu Brigitte geschickt. Willst du einen Zauber sehen, den ich geübt habe? Bringst du mich zu Kennern, wenn ich ja sage? Nur ein Trick und dann zeige ich dir den Weg. Also zuerst musst du in diesen Beutel greifen. Und die Anzahl der Steine, die du hältst, ist 3. Ein wunderbarer Zauber, Gwen. Aber ich muss jetzt wirklich Kennern finden. Komm, gehen wir ihn suchen. Da sind
sind die Kirchenfrauen. Sie mögen das Fest nicht, aber Mama sagt, sie kommen trotzdem, um wie Hennen zu gackern. Willst du noch einen Trick sehen? Ich kann eine Eichel aus deinem Ohr ziehen. Ich muss Kenon finden. Das ist wichtig. Dein Pech, Schlechter. Ich heiße Eivor. Warum trägt diese Frau eine gestreifte Maske? Das ist ein... Hast du alter Mann Kenon gesehen? Die unheilige Fratze hat mich erschreckt. Es ist nach Sonnenuntergang. Kenon hat sich zum Gebet in die Kirche zurückgezogen. Ich muss ihn sprechen. Selbst wenn du mit ihm sprechen musst, wird das bis zum Morgen warten müssen. Er hat sich eingeschlossen. Nur Geva hat den Schlüssel. Würde Geva mich einlassen? Das darf sie nicht. Nicht, dass ich ihr zutraue, eine so einfache Anweisung zu befolgen. Sie würde ihren Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Danke für deine Hilfe. Ich werde morgen mit Kenon sprechen. Eine gewisse Geva hat den Schlüssel. Ich muss sie finden. Hast du Kenon gesehen? Hey, es ist Marilud. Reime mit mir, Marilud. Mit Wort oder Schwert kracht es in Sawins Nacht. Ach, Mist, ich hab den Reim verbockt. Voll Ale reimt ein jeder mit all seiner Macht. Viel bedurfte es nicht, um mich zu besiegen. Aber du bist wirklich gut. Gut genug für eine Belohnung. Vielen Dank. Genieß die Festlichkeit. So. Und sparen können. Wir suchen ja eine Frau, oder? Ich suche nach Glaukes des Aldermann. Nun, der noch atmet, ist in der Kirche. Wie komme ich hinein? Gar nicht. Es gibt doch keinen Grund, in diesen Schweinestall zu gehen. Du müsstest mich schon sehr betrunken machen, dass ich dich reinbringe. Klingt, als würde etwas Ale seine Zunge lockern. Ja, Tagesaufgaben für mich, ne? Diese Aufträge sind so leicht, ich könnte sie selbst machen, wenn ich Lust hätte. Vertrag. Eine Münze für den Verräter. Vertrag. Hilft ihm, Barzal. Wir suchen immer nach Hilfe, also komm jederzeit vorbei. Hast du Kenon gesehen? Er wird bald im Weidenmann sein. Kenon? Ja, kann ich für dich sein, Schatz. Wo ist Kenner? Marilud, komm, tanz mit mir! Drängen und Bucken bringen, auf Schulter und Schultern lernen. Oh. Hast du Kenon gesehen? Die Marilud? Meine Güte, du bist so gruselig. Was machst du denn nach dem Umzug noch hier? Ich suche Kenon. Ach so, ja. Ja, er ist in der Kirche. Ach, wenn du schon dorthin gehst, diese Kiste soll zu ihm gebracht werden. Sag Geva einfach, dass ich dich schicke. Natürlich. Wie sieht Geva aus? Sie hat auch eine Dachsmaske auf. Sicherlich kommt sie angerannt, wenn sie dich sieht.
Viel Glück und frohes Samhain. Geva wartet auf diese Sache in der Kirche. Damit komme ich rein. Es wird noch eine Kiste. Ach, die Kiste. Ja, ja, komm hier entlang. Gut, dass du kommst. Karis sollte dir schon vor Ewigkeiten bringen. Ist dort drin. Ich muss einen Weg hineinfinden. Oh. Da bist du ja, Schlangenzunge. Eivor! Gefallen dir die Feierlichkeiten? Das Schattenspiel ist vorbei. Tudor ist in Sicherheit und ich kenne deinen Plan, ihn an deiner Stadt zu opfern. Du denkst, ich will mich den Flammen ziehen? Ich gehe freudig zum Weidenmann. Doch lege ich Gloucester nicht in die Hände eines christlichen Eiferers. Was ist die Alternative? Dein Volk ohne Anführer zurücklassen, mit einer Kirche voll brennendem Zorn? Sie werden nicht ohne Anführer sein. Modron wird auf dem gehörnten Thron sitzen. Willst du sagen, Modron hat gelogen? Wir haben dich wie einen Hund im Kreis geführt. Der Plan zu Tudors Ermordung war Modrons Idee, Eivor. All das, um selbst die Herrschaft in Gloucester Shire zu übernehmen? Es wäre schwer, sich zu halten, umgeben von Christen. Es gab keinen anderen Weg. Sie hatte eine Vision. Tudor von Flammen umgeben. Er verbrannte alles, was wir zusammen erschaffen haben. Alles? Du und Modron? Dann ist... Gwyneth... Vor seinem Tod... Sein Mann sein Haus ordnen. Das Nest für seine Kinder mit Federn auslegen. Du wirst büßen. Du und die Seherin? Das war der Plan? Dass ich zu eurem Liedchen tanze und ihr eurer Tochter ein Vermächtnis schaffen könnt? Ich habe Modron schon immer begehrt. Als sie mich bat, an einem Fruchtbarkeitsritual teilzunehmen, stimmte ich natürlich zu. Unsere Vereinigung zeugte nicht nur Gwyneth, sondern ein vereintes Gloucestershire. Tudor würde das zerstören. Darin irrst du dich, Kennern. Tudor hat sich gewandelt. Er steht auf der Grenze, so wie du es tust. Tudor? Der Junge ist ein störrischer Esel. Hast du ihn zur Vernunft gebracht? Nicht nur ich, auch die Güte von Räubern und fremden Bretonen. Nun nimmt er Christus und den Gehörnten an. Verflucht. Weissagungen weben ein seltsames Gespinst, nicht wahr? Tudors Wandel brauchte nur eine Entführung und einen fleißigen Dänen. Eivor, Modron hat Tudor in ihren Tempel im Rätselwald gebracht. Wenn du dich sputest, kannst du sie vielleicht noch aufhalten. Ich muss mich hier um vieles kümmern, sonst würde ich dich selbst hinführen. Geh nun! Sofern du mich nicht erst selbst töten willst. Was machen wir? Bereite dich auf den Tod vor, du wirst im Weidenmann sterben. Du hättest mich da nicht mit hineinziehen sollen.
Mordron. Herrgott, bleib ruhig! Zu schnell Reisepunkt nehmen. Bestimmt schon kalt gemacht. Was siehst du, alte Freundin? Gar nichts. Sollte ich vorsichtig sein. Richtig bin. Was? Das sind Achsen! Dieser Gesang ist schwach, aber ich erkenne Modrons Stimme. Yeah.
Wo war denn der Schlüssel? Warte. Jetzt aber ab. Schatz, oder? Das ist doch eine Falle. Da hinten ganz friedlich. Scharf aus. Bin ich richtig?
Alfheim betreten oder ist das ein völlig neues Reich? Das ausgeweidete Lamm. Schweiß und Blut, Tod und Geburt, zurück an die Erde, aus der das Tier wurde. Modron, leg die Klinge weg oder stirb durch meine Hand. Ich hätte wissen müssen, dass Kenon es nicht fertig brächte, dich für die Hunde zu vierteilen. Kaltschnäuzig von dir, deinen Geliebten für deine Verbrechen den Wölfen zu opfern. Du verstehst so wenig. Sei es drum. Lass mich dich mit dem Zorn der Götter erhellen! Nimm das! Ja, jetzt hat Gunnar wahrscheinlich auch ein Kind, wa? Dann tu es. Lass Gloekester schier in den Händen dieses Christen. Und wofür? Deinen Namen und ein paar Handelswege. Zweifelst du an der Macht deiner Götter, den Geist deines Mannes zu ändern? Theuda ist nicht länger der Eiferer, für den du ihn hältst. Menschen lügen, um ihre Haut zu retten. Wenn du fort bist, weidet er mich aus und verbrennt die meinen. Das zeigten mir die Götter. Kenon sprach von deiner Erscheinung. Die Nornir spinnen ihre Schicksalsfäden. Doch ohne deinen Plan wäre sein Herz unverändert. Dann bereue ich nichts. Auch zu dir hatte ich eine Erscheinung. Einen Weg, der sich windet wie die Use. Das Netz einer Seherin verdreht Leiber und Worte. Die Weissagung ist ein Fluss und wir können uns nicht gegen ihn stemmen. Sie kämpft, um ihr Volk zu beschützen. Doch trat sie deinen Namen mit Füßen, beschmutzte ihre Ehre und die ihres Volkes. Stimmt wohl. Ich bahne mir selbst den Weg. Mama! Fuck! Welch Zauberwerk ging hier vor sich? Die Hohepriesterin hat versucht, dich zu töten. Warum? In Gottes Namen? Ich habe ihr nichts getan. Sie fürchtete, die Kirche würde dich als Gotteshammer einsetzen. Also überzeugte sie Kenon, dass du sterben musst. Kenon und Modron haben sich verschworen, um dich zu töten. Nun starben sie durch meine Hand. Solch eine Verschwendung von Leben. Der Teufel flüstert in die Ohren der Menschen. Doch wir dürfen nicht auf ihn hören. Modron hatte eine Vision, in der du die Heiden auslöscht.
Und Gwennet ist Kenons Bastard. Er beschützt also nur die Seinen. Sein Kind zu lieben ist eine Tugend. Zorn jedoch eine Sünde. Wie kann sich beides verbinden? Wir alle handeln kopflos, wenn unser Vermächtnis in Gefahr gerät. Sei es Name, Reich oder Kind. Und was machen wir nun mit der kleinen Seherin? Ich sorge dafür, dass ihr an nichts fehlt. Sie trifft keine Schuld. Ich schließe mich nicht deiner Christenkirche an. Das musst du auch nicht. Hast du noch mit mir redet? Hey, kleines Mädchen. Hallo. Nee. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schnellreise. Das hier zu Ende zu bringen. Bin ja echt gespannt, was los ist jetzt. Oh, die lieben mich bestimmt immer noch nicht. Ich bin zurück. So müssen wir. Was mit Gunn? Soll er die Kleine nehmen? So ist's, du, geh. Ich bin die, Marci. Gunnar, wie schön, ein Gesicht zu sehen, dem ich vertraue. Selbst wenn es deins ist. Ich dachte, das würde unsere gemeinsame Saga werden. Doch nun muss ich bald gehen und wir haben kaum Zeit miteinander verbracht. Sei unbesorgt, Eivor. Du und ich werden noch viele Geschichten zu erzählen haben. Klar und voll Ehre werden unsere Namen erklingen. Ja, eine Geschichte. Über Gloucester. Ein schönes Land voll verfluchter Narren. Ha! Darauf trinke ich. Ich danke dir. Für dich tue ich alles, alter Freund. Dann verabschieden wir uns mal vom Weidenkönig und machen uns auf den Heimweg. Ja, Randvi wird sicher Brigid kennenlernen wollen. Brigid und Gunnar sind schon vorgegangen. Ich sollte zu ihnen. Wer wird denn jetzt Korbbruch? Das Brandopfer des Erntekönigs. Für viele hier eine bedeutsame Angelegenheit. Wie Christus opfert er sich für sein Volk.
auf das es blüht und gedeiht. Doch diesmal bleibt der Teller der Götter leer und hungrige Bäuche sind nicht freigebig. Niemand kann Kenons Platz einnehmen. Und seine Leiche hier zu verbrennen, wäre eine Beleidigung. Christus wendet sich von diesem Ritual ab. Und du billigst es dennoch? Ich werde Aldermann eines vereinten Landes sein. Ich kann mich nicht länger von irgendetwas abwenden. Der Brauch verlangt, dass die Verbrennung von der Hohepriesterin beaufsichtigt wird. Modron fehlt hier. Meine Hand hat dieses Blut also doppelt vereitelt. Dann beaufsichtige ich es, wie es mein Blutrecht ist. Ich nahm dir Modron. Du hast jedes Recht, meinen Clan zu befehden. Sobald du alt genug bist, ein Schwert zu halten. Mutter sah dein Schicksal. Die Zukunft wird dich mehr bestrafen, als ich es je könnte. Strafe oder nicht, du wirst als verbündeter Teil der Zukunft Gloucestershire sein. Und jemand, den ich nie vergesse. Warum? Geh weg! Entzündet das Feuer! Möge die Ernte reich sein! Zündet den beiden, Mann. Eivor, die Ehre gebührt dir. Preiset den Erntekönig! Passiert irgendwas. Juras und Kohen Duell, wohl der Rücksand selber mit Todes. Sauer helfe, wenn nicht das so wähle. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Noch sind wir nicht ganz fertig hier. Flusswelse klein. Tja, man, gut, dass wir mal welche angeln mussten, wa? Thank you.
La 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 la. La la la. Seltsam. Ihre Stimme ist wie ein Wiegenlied. Wo mag sie hinführen? La 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 la. La la la. Was ist dein Begehr? Wer bist du? La 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 la. Gift, ich muss sofort hier raus. La 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 la. Was zu sagen? Du kleines Vieh. Sie wollte mich abmurksen, die Alte. Verrücktes kleines Biest. Also, wir schaffen die nicht mehr. Oh, Maske. Sitzen da zwei Bären? Die schlagen sich jetzt gegenseitig. Gott, das ist wieder so ein unterirdischer Käse hier, ne? Wurde wohl verriegelt. Na bloß. Ich dachte schon, wir haben den Eingang gefunden. Muss ja aber so schnell sein. Thank you.
wieder tauchen. Oder ist es wieder so eine Assassinenhöhle? Oh ja, so gut aus. Ein Ring. Meine Suche nach dem Ring von Sylvanus ist fruchtlos geblieben. Aus dem Tempel gestohlen, bevor ich ankam. Von wer weiß wem. Ein Ring ist so klein. Er könnte in jeder beliebigen Mitteltasche verborgen sein. Ich habe derweil einen Hinweis auf einen anderen Schatz gefunden. Die Janusmaske. Naja, wir werden in der nächsten Folge nochmal ordentlich einen Glubscher aufmachen müssen. Haben wir das drin, da war doch ein Glubscher, oder? Wo waren wir? Ja, ich hoffe, ihr seid ja wieder mit dabei. Lasst mir was da. Passt auf euch auf. Warum ist ein Hund? Und bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.